Guten Tag. Ich habe sehr viele Briefe von den Frauen diesmal bekommen. Es tut mir sehr leid, diese Briefe zu lesen, weil das sind wirklich sehr traurige Geschichten. Weil das sind verliebte Frauen, die verliebt sind in den Fischermännern. Es ist nicht einfach, in einem Fischermann verliebt zu sein. Weil man kann den nicht so richtig deuten, diesen Mann. Und der hat auch Taktiken und Methoden. Es ist nicht so einfach. Deswegen diese Frauen, die mich hier angeschrieben haben, die tun mir wirklich sehr, sehr leid. Ich meine, wenn wir Mäuse zu Hause haben, können wir einen Besen nehmen und Mäuschen vertreiben. Oder es gibt diese Mausefallen oder Boxen. Und wenn wir Kopfschmerzen haben, können wir Novalgientropfen nehmen. Und wenn wir Zahnschmerzen haben, können wir zum Zahnarzt gehen. Und innerhalb von einer Stunde ist die Sache erledigt. Aber wenn man sich verliebt, dann bist du erstmal drin. Deswegen diese Frauen, die sich da verliebt haben in diesen Fischermännern, die beklagen ihr Leben und. Das ist wirklich, wie ist der Film, die durch die Hölle gingen, nicht? Das ist wirklich ein Weg durch die Hölle. Viele Partner werden von den Fischen verletzt, weil sie erwarten den Satz, ich liebe dich und ich werde dich für immer lieben. Aber dieser Satz ist für die Fische lächerlich. Denn Fische wissen, dass Liebe ein veränderlicher Zustand ist und hat sehr viele Deutungen. Und ich habe schon erwähnt, ich kenne keine Lieder, keine Bücher und keine Gedichte, die über Liebe so schön erklären, dass ich ab heute weiß, ich weiß, was Liebe ist. Das wissen wir nicht. Nein, nein, so einfach ist das nicht. Das verändert sich immer und. Wie in dem Lied, nicht? I hate you, I love you und so weiter. Und das können wir alles nicht so definieren. Und viele Leute erwarten das von den Fischen, aber dass die Fische so glitschig sind und hin und her und wie ich gesagt habe, in zwei Richtungen gucken, deswegen ist das nicht so einfach. Und Fisch ist auch kein neutraler Mann. Ich kenne wirklich keine Fische, die neutral sind. Die benutzen die Frauen, die stark sind, also Steinbockfrauen oder Widderfrauen oder auch Waage oder auch Zwillingfrau, die benutzen sie und stellen sich da als Opferfiguren. Die wollen auch von denen etwas haben. Nicht so wie Zwilling oder Widder, die meinen, die Welt schuldet dem Zwilling etwas oder dem Widder etwas. Und die wollen immer etwas da von den Menschen haben. Also Zwilling, wie ich gesagt habe, ist so abgewichst, dass er denkt, was gibt es heute zum Essen? Nur zwei Hähnchenkeulen? Da bleibe ich heute nicht. Ob es Sex gibt, weiß ich nicht. Nö, für zwei Hühnerkeulen bleibe ich nicht. Aber wenn du sagst, mein Schatz, heute gibt es Perlhühnchen mit Steinpilzchen oder du sagst, heute gibt es Schwarzfederhuhn, dann bleibt der Zwilling und denkt, ja, als Dessert kriege ich noch ein bisschen Sex. Beim Fisch ist das schwierig, weil Fisch benutzt auch komische Methoden in der Liebe, auch Impotenz ist eine Kampfmethode von dem Fisch. Und Fisch ist kein frontaler Kämpfer. Das ist nicht Zwilling, wie ich gesagt habe. Deswegen diese Verbindung Zwilling und Fisch passt sehr gut zusammen. Und Zwilling ist, wie ich gesagt habe, ein Kämpfer. Und ich habe da unten in einer Nische mein Fahrrad stehen. Und Verwaltung hat mich angeschrieben, ich muss mein Fahrrad entfernen. 25 Jahre steht mein Fahrrad dort in der Nische. Und die sagen, ich muss es entfernen, weil es angeblich Fluchtwege verhindert. Nö. Da gehe ich heute zum Anwalt. Fisch würde natürlich sagen, natürlich, ich entferne mein Fahrrad. Deswegen kein frontaler Kämpfer und Fisch lässt sich auch nicht so leicht beherrschen. Und das ist das Problem
dass Fischermann benutzt verschiedene Methoden, um da eventuell Opfer zu sein in der Liebe. Ich habe gesagt, vielleicht schreibt er Bücher oder macht er da etwas, bastelt am Computer, aber will immer eine Frau benutzen. Er will da Geld von ihr kriegen und ein schönes Leben mit ihr haben. Aber wie gesagt, wenn es zum Kampf kommt, wird er auch Impotenz als Kampfmethode benutzen. Deswegen ist es schwierig, weil ich kenne keinen neutralen Fischermann. Das sind auch passive Liebhaber im Bett. Die wissen, mit Charme und mit Komplimenten werde ich ein wunderschöner Liebhaber für dich sein. Auf der anderen Seite ist er oft auch ein aktiver Liebhaber. Deswegen sind das immer so zwei Seiten. Einmal passiv und einmal aktiv. Und das ist sehr schwierig, mit diesem Mann zu leben. Oft ist er ein Komiker in der Liebe und Clown und plötzlich wird er zum Opfer. Ich weiß nicht, ob ich so einen Fischermann als Liebhaber haben möchte. Das wäre mir zu kompliziert. Und deswegen die Frauen, die da immer Hose anhaben, also Widderfrauen oder Steinbockfrauen, die müssen vielleicht, weiß ich nicht, Abstand von so einem Fischermann nehmen. Und das sind gerade diese Frauen, die mich anschreiben, dass sie so sehr leiden, dass sie wirklich mit einem Fischermann durch die Hölle gehen. Aber für heute ist die Zeit um.